Darf man zu schnell fahren, wenn es sich um einen Notfall handelt? Wenn zum Beispiel jetzt irgendwie der Opi oder einen kleinen Herzkasper da hat und sagt, Junge, fahr mal schnell. Und dann sagt man, nee, Opi, hier ist Tempo 30, da muss man auch mal Zeit haben. Ich glaube schon, dass er was. Ja. Herzlich willkommen bei Darf man das? Der gerechtesten Comedy-Show der Welt. Heute dabei Christina Platte, Lou Richter, Thomas Hackenberg, Guido Kanz. Und nun begrüßen Sie den Mann mit dem bestechlichsten Humor Deutschlands. Erheben Sie sich für den ehrenwerten Ingolf Lück. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Darf man das? Wir haben für Sie wieder viele Gesetze, wir haben für Sie wieder viele Urteile und bis kurz vor der Sendung, deswegen sehen Sie mich nur so ein bisschen euphorisiert, sind wir natürlich bemüht, Ihnen die neuen Gesetzesvorlagen oder Einsprüche jeweils zu präsentieren. Und bis kurz vor der Sendung bereite ich mich natürlich auf meine lieben Gäste vor. Und ich habe, meine Damen und Herren, das darf ich Ihnen aktuell sagen, ich habe in dieser Akte den Beweis dafür gefunden, dass der liebe Gott doch unfehlbar ist. Wann war das? Vor 20 Jahren. Das ist vielen Dank dafür übrigens, Christina. Du hast meinen Kumpels und mir damit sehr, sehr viel Freude gemacht. Weil wir haben im Interview einiges über dich erfahren, was wir noch nicht wussten. Das ist wegen der Interviews Autotest. Autotest. Ja, ja. Ich weiß, ihr seid heiß. Ihr wollt bitte. Ich würde gerne Beweismittel Nummer 1 gerne mal anfordern. Das kann bei Bedarf angefordert werden. Aber ich weiß, ihr wollt spielen, ihr wollt Punkte machen, ihr wollt gewinnen. Und das sollt ihr auch. Hier ist unsere erste Runde. Darf man das in Deutschland? Das sind ja die schönen alten Zeiten, aus denen wir gerne erzählen, Guido. Wir haben diese Zeiten ja auch noch erlebt als eine der wenigen. Da hatte man diese lecker Foto hatte man im Spind. Ja? Ja. Deswegen auch gleich meine erste Frage. Darf man sich in Deutschland am Arbeitsplatz ein Poster mit einem nackten Pin-Up-Girl aufhängen? Wenn du natürlich Pastor bist, ist das, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ja. Also ich kann mir nur vorstellen, gut, im Beichtstuhl wird es keiner sehen, aber sonst so neben dem Altar, geht, glaube ich, nicht so. Ja. Wenn du allerdings Kfz-Mechaniker bist, und da gehört, glaube ich, dieser berühmte Pirelli-Kalender. Oh, zum, ja. Da gehe ich gerne in meine Werkstatt, um den immer zu sehen. Ja. Natürlich. Zum Guten. Frauen, die so auf Motorhaube sich räkeln und dabei Bananen essen, sehe ich sehr, sehr gerne. Du kriegst ihn ja nicht. Der ist ja frei verkäuflich, überhaupt nicht zugänglich. Also ich glaube, dass man das auch in manchen Bereichen, Berufsbereichen, auf jeden Fall darf. Und deswegen glaube ich, wenn es irgendwo erlaubt ist, dann müsste es ja überall erlaubt sein. Ja. Ja. Was sagst du denn? Ich kriege so viele Zuschriften von den Leuten, die das wirklich am Arbeitsplatz hängen haben. Ja. 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 Ihr sagt beide ja. Und ich kann dir sagen, du wirst in Zukunft keine Zuschriften mehr kriegen. Es ist nämlich verboten. Hi. Das ist verboten. Ja. Ja, ich erwarte keinen Applaus dafür. Das ist mir völlig klar. Ich habe das aber nicht entschieden, sondern es ist das neue Antidiskriminierungsgesetz, was Ende August diesen Jahres in Kraft getreten ist. Und danach kann man nicht mal Zeitungsseiten von hübschen Pin-Up-Girls am Arbeitsplatz offen herumliegen lassen. Es könnte ja sich jemand sexuell belästigt fühlen und Schadensersatz oder Schmerzensgeld erklagen. Ah ja, das gut. Ist also alles möglich. Leider kein Punkt, ja, weil ihr habt beide Unrecht. Das ist schade. Das ist schade, nicht nur für euch, sondern auch für eure heute Schutzbefugnisse. Also diejenigen, für die ihr spielt. Ich begrüße ganz herzlich Frau Betzold und Herrn Schneider. Ja. Mit Ihren Knöllchen. Frau Betzold, Herr Schneider. Das Team, das gewinnt, das wird dann ihr Knöllchen bezahlen. Und die Geschichten zum Knöllchen, die werden wir dann gegen... Bitte? Ja, du, ich fühle mich einfach wohl. Ja, nein. Ja? Ich fühle mich einfach wohl in eurer Runde. Ach so. Und, also wenn ich mich das... Also,
Also ich finde, ehrlich, Ingold, was mich viel mehr interessiert, ob man sich nackte Damen oder Herren an den Arbeitsplatz hängen darf, weiß ich nicht. Da kann man sich drüber streiten. Aber ob Leute an ihrem Arbeitsplatz sich die Fußnägel... Ich fühle mich diskriminiert. Du fühlst dich diskriminiert? Weil deine Fußnägel abgefault sind. Ja, wenn die hier rüberspringen können. Dann frage ich doch mal ganz offiziell, ja, darf man sich in Deutschland an seinem Arbeitsplatz die Fußnägel schneiden? Ja, da gibt's ja oder nein? Sprichwort, wenn du denkst, du bist allein, nein, mache dir die Füße rein. So heißt es. Und deshalb, kenne ich überhaupt nicht. Ja. Und deshalb darf man es natürlich nicht, wenn andere dabei sind. Ich schränke es sogar noch ein. Darf man sich in einem Pausenraum die Fußnägel schneiden? Sagen wir mal so, weil du hast ja gesagt, wenn du denkst, du bist allein. Ja, mach dir die Fußnägel rein. Darf man? Ich würde sagen ja, aber weil alle glauben nein. Wir sagen ja. Ja, dann sagen wir ja. Wir sagen ja. Es ist nicht appetitlich, aber wir sagen ja. Ja. Pausenraum, da wo andere essen, und Brot essen und dann schlafen. Schnipp und dann Fong und dann Zeitung lesen. Das ist natürlich, das ist morgen. Boden sitzen und Jägermeister trinken. Ja. Also, was halt so in Pausenräumen passiert. Ja. Ich glaube, beim Kochen kann man sowieso machen, weil es unter Umständen die Gerichte noch nutzen könnte. Jetzt keine Muskatnusswitze und so. Ja, genau. Ja, ja. Komm, du entscheidest. Also ihr sagt, man darf das, ihr sagt... Ich hoffe, wir sagen man darf einfach es mal nein. Nicht, aber ich glaube, man darf es. Man darf es. Und du? Ja. Nee, lass uns mal einfach nein sagen aus Spaß jetzt, weil die ja ehrlich? Gesagt haben. Ja, ja, komm, einfach, machen wir okay, mal. Okay, nein. Gut, der Spaß hat sich gelohnt, es ist verboten. Hey! Also ist das echt verboten. Ein Mann in Bonn hat sich in einem Pausenraum die Fußnägel geschnitten und hat dafür eine Abmahnung wegen Störung des Betriebsfriedens bekommen. Was? Und das Arbeitsgericht Bonn hat entschieden, dass nach den allgemeinen Anstandsregeln die persönliche Hygiene nicht an Orte gehöre, die den Mitarbeitern zur Erholung und zum Essen vorbehalten sind. Was machen denn die ganzen Sekretärinnen, die immer die Nägel feilen? Hätte er sich jetzt die Fußnägel gefeilt, wäre das dann okay gewesen? Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Aber deshalb müssen wir... ganz gefährliche Bumerang-Fußnägel, ja. Weil wenn die so komisch abgeschnitten werden und die fliegen dann durch den Raum, kann das sein, dass die wieder zurückkommen und dich arg verletzen. Sollten Sie, meine Damen und Herren, gerade beim Abendessen sein. Guten Appetit. Das sind die von hier aus. Was ich immer super finde beim Auto, wenn man Auto fährt, das sind so diese Ansagen beim Privatradio. Hallo, liebe Freunde, ja, unsere grünen Freunde von der Polizeidienststelle haben eine Blitzanlage aufgestellt auf der A1, A2 und kurz hinter dem Ortseingangsschild Oerlinghausen. Ja? Dann sind natürlich die Polizisten nicht doof, die hören das ja auch. Bauen um, stellen es auf die A3, A4 und kurz nach dem Schild Oerlinghausen. Deswegen unsere nächste Frage. Darf die deutsche Polizei kurz vor oder nach einem Ortsschild blitzen? Also ich würde persönlich sagen, nein, direkt am Ortsausgangsschild. Das hat was zu tun mit der deutschen Vereinigung 1989 dann. Weil natürlich die Trabis und Wartburgs zum Teil... so lange brauchten, um zu beschleunigen oder aber auch herabzubremsen. Dass man natürlich, weil gerade an der Grenze eines Ortes, weißt du? An der Grenze eines Ortes, ja. An der Grenze eines Ortes, da musst du so eine Karenzzeit geben. Ne? Musst du Platz lassen, um dann zu beschleunigen oder herabzusenken. Ist das deswegen erlaubt oder nicht? Deshalb ist es nicht erlaubt. Also quasi eine Segnung, eine der Segnungen des Ostens. Dazu kommt... Dazu kommt aber noch, dass wenn die direkt hinterm Ortsschild sind und dann da fotografieren und blitzen, hinter dem Schild sind, kann man sich gar nicht rechtzeitig die Haare machen, man sieht scheiße zum aus. Zum Beispiel, ja. Und von daher ist auch noch. Also ihr sagt, das dürfen die nach einem Ortsschild kurz davor oder danach dürfen sie nicht, sagt ihr? Ja. Ihr sagt auch nein? Ja. Und ihr habt beide recht und einen Punkt. Ja. Es gab einen konkreten Fall, da hatten die 50 Meter nach einem Ortsausgangsschild, hatten die eine Radarfalle aufgebaut und da ist jemand reingerast mit 82, also hat er 32 Kilometer zu viel gehabt, sollte 100 Euro zahlen, seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Er hat geklagt und es kam heraus, dass es eine Richtlinie gibt, dass vom Anfang einer Geschwindigkeitsbegrenzung mindestens 200 Meter man entfernt sein muss, also die Polizei entfernt sein muss, damit man richtig Gas geben kann. Damit man richtig Wenn Sie, meine Damen, in hoffnungsvoller Erwartung sind oder Ihre Freundin oder Partnerin demnächst ein Kind bekommt, was ungefähr das Gleiche ist, dann lassen Sie sich von mir eins gesagt sein. Sollten die Wehen einsetzen, ich habe da wirklich Erfahrung, ja? Finger weg vom Gaspedal, ja, ehrlich, weil, also Sie sitzen im Auto und Sie wissen plötzlich, also als Mann, der die ins Krankenhaus fahren soll, die Frau, Sie wissen nicht mehr, wie ein Auto geht, Sie sitzen davor und wissen, voll, oh,
Falle oder du weißt nichts mehr. Und dann kommst du irgendwann in eine Falle und wirst geblitzt, weil du natürlich Bremse mit Gaspedal verwechselt hast und mit 200 durch die geschlossene Ortschaft gefahren bist. In dem Zusammenhang öffne ich meine nächste Akte und wie sie messerscharf schließen, wird es auf meine nächste Frage hinführen. Darf man zu schnell fahren, wenn es sich um einen Notfall handelt? Ja. In Deutschland, ne? Ist klar, ne? Es geht immer. Ja, also wir glauben schon. Ich denke, dass so, wenn die Frau dringend ins Wochenbett oder wie auch immer in den Kreißsaal muss. Oder aus dem Wochenbett kommt sie ja. So kommt sie raus. Ich bin noch nicht, du merkst das dran. Ja. Oder wenn zum Beispiel jetzt irgendwie der Opi oder einen kleinen Herzkasper da hat und sagt, Junge, fahr mal schnell. Und dann sagt man, nee, Opi, hier ist Tempo 30, da muss man auch mal Zeit haben. Glaubst du das oder was? Sind wir in Deutschland mittlerweile schon wieder so weit, dass es ein Notfall ist, wenn ein Kind geboren wird? Nein, da hast du natürlich recht. Ja, es ist kein Notfall, sondern es ist eine große Freude. Ja, nützt den Familien und unserer Wirtschaft und deiner Rente. Eine finanzielle Katastrophe. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Die folgt danach. Aber wie gesagt, Notfall, Opa hat einen Herzkasper, wen haben eingesetzt, man muss nötig auf Toilette. Genau. Ja, ich glaube, Bundesliga da beginnt, solche Sachen. Ja. Ich glaube, man darf das nicht. Also ich war ich bin mir ziemlich sicher, weil man darf es nicht. Nein. Die Frage ist halt, was ist ein Notfall? Okay, genau, da müssen wir Auslegung. Die Ehefrau ist schwanger und muss ins Krankenhaus. Das ist der Notfall. Ich glaube, okay, könnte man aber auch im Kind im Auto bekommen. Ja, ihr sagt ja. Nein, das Kind kriegt man auch im Auto. Es werden so viele Kinder in Taxis geboren. Genau. Also, wenn die das wissen würden, also das, ich glaube, ja. Aber ich meine, da muss man mal den Kollegen Richter mal ein bisschen unter die Arme greifen. Also eine Frau, die in einem deutschen Auto, ein Kind in einem Auto, ist doch kein Airbag, der plötzlich so sich entfaltet. Ja gut, aber es gibt auch Kinder, die werden auch noch nach Autos benannt. Carina zum Beispiel. Das kann ja kein Zufall sein. Meine Kleine heißt Scirocco. Also, komm mal her, auf die Hausaufgaben. Also, ihr sagt, wenn ich das richtig subsumieren darf, ihr sagt, man darf das und ihr sagt, man darf das nicht. Man darf es nicht. Nein. Ja? Egal, was los ist und was passiert, also man wird in jedem Fall nach der Straßenverkehrsordnung bestraft. Und darin gibt es leider keine Sonderregelung für Notfälle. Leider nicht. Punkt für euch. Der Straßenverkehr selbst ist der Notfall. Ja, das kann sein. Wir haben hier geführt mit 3:1 und wir kommen zu unserem Spiel auf frischer Tat. Lou Richter und Christina Plate beraten gerade, wie sie ihre Führung auf keinen Fall aufgeben. Ja? Denn ihr wisst ja, was auf euch zukommt. Das heißt, ihr kennt die Fälle noch nicht. Ihr wisst aber, dass ihr jetzt ein Plädoyer spontan halten müsst und dafür eine Minute Zeit habt. Und wenn ihr das gut macht, also diejenigen, die es am besten machen, die können 2 Punkte dafür abkassieren. Hier ist der erste Fall für das Anwaltsduo Plate und Richter. Bitte schön. Ein Raubüberfall auf einem Juwelier. Maskierte Machetengangster stürmen das Geschäft und schlagen alles kurz und klein. Die Kunden sind starr vor Schreck. Wirklich starr? Das sehen wir uns noch mal genauer an. Diese Dame probiert gerade einen Diamantring an, den sie rein zufällig in ihre Tasche fallen lässt, als die Diebe den Laden stürmen. Aber warum so bescheiden? Das passende Armband darf natürlich auch nicht fehlen. Und noch eine Kundin nutzt die Gunst der Stunde, nämlich diese hier. Aber wie heißt es doch so schön? Diamonds are a girl's best friend. Da sieht man mal wieder, Jungs, man muss nicht schwer bewaffnet sein, um einen großen Coup zu landen. Ja. Und unter anderem wurde bei diesem Fall auch dieser Fingel- und Fußnagelknipser erbeutet. Ja. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt eine Minute Zeit, wenn ich meine, meine Uhr finde. Und jetzt ein Plädoyer abzuliefern, das sich gewaschen hat. Bitte schön. Los geht's. Also, Sie glauben, es handelt sich hier um einen Überfall, aber das ist natürlich nicht so. Ich habe dazu unseren Völkerkunde, Professor Dr. Dauerbruch hier bei mir und der wird Ihnen das jetzt erläutern. Aber wenn ich Professor sein soll, brauche ich eine Brille. Kann ich Ihre Brille kurz haben? Danke. Als Professor muss man eine. Fall jetzt aber nicht. Boah.
Hohes Gericht, liebe Anwesende, als Völkerkunde-Experte darf ich Ihnen sagen, dass es sich hierbei nicht um einen Überfall handelt, sondern um eine klassische thailändischen Polterabend. In Thailand ist es nicht wie bei uns üblich, Porzellan zu zerschlagen. Die Einwohner haben in diesen ruralen Gebieten nicht genügend Kapazität, um sich Porzellan zu leisten. Stattdessen zertrümmert man die Vitrinen des Juweliers, der die Eheringe der Eheleute hergestellt hat. Ein schöner, ein hübscher Brauch, wie ich finde. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum haben die Damen in dem Laden... Ich gucke übrigens die ganze Zeit von hinten durch diese Brille, du siehst ja echt nichts. Das eine oder andere dann mitgehen lassen. Auch dazu haben Sie natürlich eine Erklärung. Ja, das ist sehr einfach zu erklären. Ich will das gerne tun, Frau Plate. deshalb, wir kennen das aus unseren Bräuchen, dass im Anschluss an eine, Hochzeit der Brautstrauß nach hinten geworfen wird, um zu ermitteln, wer als nächstes heiratet. Im traditionellen Thailand ist es üblich, dass die Dame als nächstes heiratet, die am meisten beim Polterabend einsackt. Es handelt sich also nicht um ein Verbrechen, sondern um liebevolles Brauchtum. Und deswegen... Spruch. Komm, Chef. Ich bring dich. Sehr schön, gibt einen Sonderpunkt schon für die klasse Brille und das war sehr gut. Und jetzt kommt euer Fall und das ist ein Hammerfall. Wie verhält sich eine vorbildliche Autofahrerin, die wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten wurde? Richtig, Fuß von der Bremse und Gaspedal durchdrücken. Doch ein paar Kilometer später gerät die Verfolgungsjagd plötzlich in Stocken. Die Frau scheint sich im dichten Nebel verfahren und kurzfristig die Orientierung verloren zu haben. Die beiden Streifenwagen haben sie mittlerweile eingeholt. Die Frau wird nervös und verschaltet sich. Mist, zu allem Überfluss stirbt ihr auch jetzt noch der Motor ab. Also nochmal von vorn. Kupplung durchdrücken, Gang einlegen und Gas geben. Na bitte. 2 Stunden später. Der Frau ist das Benzin ausgegangen. Was nun? Plan B. Blitzschnell steckt sie die Hand in die Tasche und täuscht eine Waffe vor. Dann steigt sie in den Streifenwagen. Tür zu, Gang rein und Gas geben. Nicht die Bremse, das Gas. Geht doch. Doch auch Plan B hat ihr nicht geholfen. Kurze Zeit später wird die verkappte Rennfahrerin verhaftet. Ja. Bis zum ersten Teil dieses Falls habe ich gedacht, hey, das kenne ich von zu Hause, aber dann ging's los, ja. Ihr habt eine Minute Zeit, diese Frau zu verteidigen. Warum ist... Hallo, alles läuft schon. Na, komm, dann halt ich nochmal an hier. Oh. Und geht's. Meine Damen und Herren, hohes Gewicht, liebe Geschwollenen. Es handelt sich um unsere Mandantin Meredith Bloomberg aus New York. Sie ist geschieden. Sie ist unschuldig geschieden. Sie ist allein mit einem kleinen Sohn. Und außerdem hat diese Frau nicht nur einen Job, nicht nur zwei Jobs. Wie viele Arbeitsstellen hat sie? Sie hat 3 Jobs, weil sie ihr kärgliches Geld verdienen muss. Und es ist Weihnachten. Es ist Heiligabend. Und es hat einen Grund, meine Damen und Herren, weil diese Frau hat einen kleinen Sohn. Den kleinen Henry. Der kleine Henry hat ein steifes Bein. Er wird in der Schule gehänselt. Der steife Henry, sagen Sie zu ihm. Der steife Henry. Und diese Mutter, verantwortungsvolle Mutter, möchte für ihren kleinen Sohn Henry, der wie alt ist? Er ist gerade mal 3, vielleicht auch erst 4. Ja, 4. Versucht sie kurz vor die Geschäfte schließen, Heiligabend, ein schönes Geschenk. Das kennen wir alle. Alle in den Vereinigten Staaten haben ein schönes Geschenk, haben einen Weihnachtsbote. Aber der kleine Henry, der steife kleine Henry, nicht, weil die Mutter... Und arbeitet. Haben Sie oder Sie schon mal in traurige Kinderaugen Heiligabend geschaut? Oh, nein, ja. Das haben Sie nicht. Und was wünscht sich der kleine Henry, der sehnlichste Wunsch? Und die Mutter, eine Mutter, die ihr Kind liebt, möchte diesen Wunsch erfüllen. Er wünscht sich. Sie fährt, weil die Geschäfte alle zu haben. Denkt sie auf einmal, gut, ich werde verfolgt. Wo hat noch ein Geschäft offen? Und dann sieht sie es. Was wünscht sich ein kleiner Junge? Ein? Der kleine Henry wünscht Polizei sich ein Polizeiauto. Auto. Und das nimmt sie. Und ganz kurz. Und wir möchten Sie, liebe Geschworenen, Herr Richter, hohes Gericht, fragen, kann man so etwas einer verantwortungsvollen Mutter zum Vorwurf machen? Nein, man kann es nicht! Bravo!
geweint. Ich habe fast geweint. Zwei Fälle, zwei außergewöhnliche Arten der Verteidigung, meine Damen und Herren. Jetzt sind Sie dran hier im Saale. Sie dürfen jetzt abstimmen. Welches Plädoyer hat Ihnen besser gefallen? Sie haben Karten mit den Konterfeis unserer Kontrahenten. Die können Sie jetzt in der vorgesehene Box stecken. Und Sie, meine Damen und Herren, darf ich auf unser Gewinnspiel verweisen. Sie können etwas gewinnen. Und zwar, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Warum mussten drei Fußballfans nach einem Spiel zusammen 20.000 Euro Strafe zahlen? A. Sie beleidigten den Schiedsrichter. Oder B. Sie liefen alle als Flitzer über das Spielfeld. Rufen Sie jetzt an unter 01379449449 und erhalten Sie sich die Chancen auf diesen wunderbaren Gewinn. Gewinnen Sie 500 Euro. Rufen Sie jetzt an unter 01379449449. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung. Viel Glück! Wir haben zwei flammende Plädoyers gehört und Sie wussten, dass es in dieser Runde zwei Punkte zu machen gibt. Unser Publikum hat während der kleinen Pause für Sie abgestimmt und wir haben ein Ergebnis. Sieger unserer Runde der Staranwälte sind Nino Ganz und Thomas Hackenberg. Es steht, wenn ich auf meine Computeruhr gucke, 3:3. Also es ist alles noch drin. Ja? Und wir sind bei unserer Rubrik Darf man das weltweit? Ich bin letztes Mal wieder U-Bahn gefahren. Fahrt ihr U-Bahn? Ja? Ja. Seid ihr richtig gerne öffentliche Verkehrsmittel Nutzer? Das ist mein Zweitjob. Ich sitze vorne drin und sage, komm, Jungfernstieg. Ja. Wir sind mit dieser Frage direkt in Indien und zwar in Neu-Delhi und fragen, welches Tier hilft der U-Bahn-Polizei von Neu-Delhi bei der Jagd auf Schwarzfahrer? Eine Besonderheit. Also ich würde sagen, müssen Affen sein, ja, weil die sehr schnell sind, auch über Schultern oder so drüber springen können, weil Indien ist ja sehr voll, der Subkontinent ist ja ganz gut bevölkert und ich glaube, das sind irgendwelche dressierten Affen, die Leute dann so lange an den Haaren ziehen, dass die stehen bleiben. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist die heilige Kuh, die... Da ist ein Inder, der will irgendwo plötzlich aus dem Bus flüchten, stellt er die Kuh davor, kommt er nicht mehr dran vorbei, kann er nicht dran schieben, weil heilig. So. Ja, glaube ich auch. Und dann ist die Kuh jetzt in der U-Bahn und hilft dabei. Nee, die Kuh läuft einfach. In Indien sind die U-Bahn ja nicht so schnell. Ja. Die werden an den Eingängen der U-Bahn angebunden und laufen nebenher. Ne? Und dann, wenn die U-Bahn zum Halt kommt und einer möchte flüchten, genau wie du es gerade gesagt hast, steht halt die Kuh davor, die ist unberührbar. Ne? Da darf man jetzt nicht sagen, hau ab, Zenzi, ich muss weg, sondern die steht halt da. Ne? Die steht da wie Olli Kahn. Hast du die Tabletten schon länger nicht mehr genommen? Seit Wochen nicht mehr. Die werden angebunden. Also dieses Phänomen der tierischen Hilfe bei U-Bahn-Kontrollen funktioniert und es hat schon einen Monat lang keine Zwischenfälle mehr gegeben. Also, aber der Affe war richtig, also das kann ich euch schon mal sagen, es geht um Affen und zwar um Langunenaffen. Und die patrouillieren in U-Bahnhöfen der indischen Hauptstadt. Aber warum? Ja, warum? Ja, es scheint euch ein bisschen... Warum? Also mit den Affen ist ja schon mal ein halber Punkt, das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich. Warum die Affen patrouillieren? Ja, wegen der Schwarzfahrerpartie. Ich glaube einfach, ja, aber es geht nicht um das Schwarzfahren von Menschen. Ach so. In Deutschland ist es zum Beispiel so, Menschen kontrollieren Menschen. Und in Indien ist es so, dass die Langunenaffen... Affen kontrollieren Affen. Nein, die Langunen... Natürlich. Richtig. Was? Ja, sehr gut. Danke, ich bin dann weg, ne? Affen. Das neue Buch ja auch unseres Justizministers, Affen kontrollieren Affen. In unserem Fall muss man selbstkritisch sagen, Affen kontrollieren das Fernsehen. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Langunenaffen da in den Zügen sind, damit andere Affen dort nicht einsteigen, um die Passagiere zu erschrecken. Und ich finde, dass in Deutschland einige Affen auch in die U-Bahn einsteigen und die keine Sau kontrolliert. Das sollte man einfach machen. Ja, genau. Es ist sogar, um bei den Affen zu bleiben, ist es sogar in Indien so, dass die auch patrouillieren an Parlamentsgelände und in mehreren Regierungsgebäuden. Da patrouillieren die auch. Haben damit die denn nicht Ausweise oder Uniform oder sowas? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich damit nicht Affen sich einschleichen und ein Ministeramt ausüben. Ja, aber das ist eben halt... Ja, den Verdacht hat man auch bei uns. Ja. Keine Witze über Michel Kloß, sage ich mal. Gut. Also, das war ein Punkt für euch.
zu kontrollieren. Das ist ein Buchtitel. Super. Könnt ihr euch in eure Musterung da erinnern? Wir sprachen, glaube ich, es eben. Es war doch keiner da außer mir. Ich kann euch ja sagen, wie doch, bei der Musterung waren wir alle. Hallo, selbst Christina war bei der Musterung. Sie ja. Als U-Boot-Kommandantin ist sie direkt gleich eingestellt worden. Nein, aber gemustert worden sind wir alle. Selbstverständlich. Soll ich dir ganz ehrlich sagen, wie das bei mir war? Das Schlimmste war ja nach diesem ganzen Husten Sie mal und. Ja. Ja, sehr witzig, haha. Und dann hast du noch so einen Becher in die Hand bekommen, wo du dachtest, oh, es gibt was zu trinken. Ich sag, nee, Mittelstrahl. Und ganz am Schluss, das werden wir alle noch wissen, gab es doch dieses Gespräch. Was ich weiß heute noch nicht, warum man das gemacht hat. Man kam in ein Gespräch. Man hat eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gewartet, kam dann in einen Raum mit einer Deutschlandfahne. Davor saß ein Tribunal. Ja. Ja, und dann wurde man so gefragt, dann haben die gesagt, ja, was machen Sie denn beruflich? Und ich dachte so, ja, Witzeerzähler, so, ne? Ja, dann zeigen Sie mal, ne? So, was machen Sie denn so? Und dann habe ich ein bisschen versucht, mit denen Spaß zu kriegen, das ging gar nicht. Verstehe ich nicht. Ja, wieso? Ich bin dann wieder rausgegangen und sage, Jungs, die Stelle habe ich, ihr könnt nach Hause gehen. Aber es war irgendwie total langweilig. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Was hat man vor dieser Deutschlandfahne gemacht? Weißt du das, Ingolf? Nein, ich musste da nicht mehr rein, weil ich war ja Kriegsdienstverweigerer. Und es hieß, damals, bei mir ist es 30 Jahre her übrigens, tatsächlich. Also man vergisst das trotzdem nie. Und damals musste man als Kriegsdienstverweigerer vor der Musterung verweigern. Und dann hieß es direkt gleich, Kriegsdienstverweigerer vortreten. Ja? Und dann traten halt drei dünne Gestalten mit so langen Haaren vor. Einer davon war ich. Und dann waren wir direkt tauglich. Ja, das war so, wirklich. Vor die Fahne wären wir ja gar nicht gegangen. Ja. Aber mit diesen schönen kleinen Herrengeschichten, damit sich Christina nicht langweilt, kommen wir direkt nach China und fragen in unserer Weltweitrunde, wegen welcher Krankheit wird man in China bei der Musterung als untauglich eingestuft? Geldsucht. Ich glaube Platzangst, Klaustrophobie, weil in China ja nun bekannterweise noch mehr Menschen leben als in Indien und die halt in einer Stube, wie man ja zu dieser Räumlichkeit sagt, wo man mit diesen anderen Typen zusammenhaust, den Pennern, ziemlich viele Chinesen wohnen und die haben nicht nur Doppelstockbetten, also ich habe Gott sei Dank oben gelegen, man darf nie unten liegen, das ist klar. Und die haben wieso, das geht doch alles hoch. Ja, das glaubst du. Und dann, ich glaube, da gibt es sogar vier Betten übereinander, die sind mit 10 in einem Raum und wenn man klaustrophobisch veranlagt ist, kriegt man Panik und kann nicht zur Armee. Also es hat ein bisschen was damit zu tun, dass viele in einem Raum sind, das ist ganz klar. Ja? Aber es ist nicht die klaustrophobische, die würde man beim Barrister ausgetrieben kriegen. Wenn viele Leute in einem Raum sind, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, warum es dann unangenehm werden kann. Ich spreche von Gerüchen. Könnte sein, dass zum Beispiel, sagen wir mal, einfach die ganz gemeine Flatulenz. Nein. Nein, wenn sie zu also groß der Pups, sind? Es ist auch nicht die Käsemauke. Ja, in die Richtung hätte ich jetzt als zweites gedacht. Ich spreche von. Christina hat es gerade gesagt, ja, ich bin am ähnlichen Tipp. Wenn die Männer zu groß sind. Weil dann nicht mehr die so Betten. Viele in einen Raum passen und nicht mehr in diese Uniform und. Ach so. Und nein, das ist ja in Deutschland bei der Bundeswehr auch so. Wenn man zu groß ist, kann man nicht in Panzer, glaube ich. Genau, ich habe gesagt, ich bin 2,31 Meter, muss ich noch? Ja, ja. Haben gesagt, ja. Die haben ja. Nicht ernst genommen. Und haben gesagt, wir können zwei aus ihnen machen. Also, es geht darum, dass viele Menschen in einem kleinen Raum sind. Was könnte man denn da haben? Es ist eine ganz einfache Wahrscheinlich sind es Leute, die schnarchen. Und richtig! Ja! Und wir gehen direkt weiter in die USA. Und ich frage, warum wurde ein US-Richter angeklagt, obwohl er Fingerspitzengefühl bewies? Also ja, hat jemand angefasst. Eine Frau hat sich wegen Brüsten irgendwie, wollte jemanden verklagen und er hat die Brüste angefasst, weil die nicht echt waren. Das könnte er machen, um zu testen, ob nein, da... Nein, das kann ein Richter nicht machen. Nein, ist das nicht? Ich glaube nicht. Du als Richter meinetwegen. Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und fragen bei deinen Entschuldigung ist das was anderes, aber wenn die Brüste, sagen wir mal, vom Arzt gemacht sind, ist es doch kein Mensch mehr, es ist doch eine Sache. Nein, ey.
Findet ihr gerade nichts Vergleichbares? Sind Sie bei der Sache, Herr? Ja, er hat sich, übrigens hat sich der Richter ähnlich wie ich gerade ziemlich daneben benommen. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass der entweder sich eine Tüte gedreht hat mit Fingern, weil er einfach total langweilig war. Ich glaube aber eher, dass er irgendjemanden, der ihn ziemlich genervt hat, einen Zeugen, versucht hat, irgendwie zu tadeln oder zur Ordnung zu rufen, indem er dem an den Ohren, mit spitzen Fingern an den Ohren gezogen hat. Und das darf er natürlich ich nicht, hab's. Handgreiflich zu werden. Ich hab's. Ich glaube, es ist eine schmutzige Geschichte. Also was ich gerade gesehen habe... Dann gehe ich raus, ich möchte nicht hören. Nein. Er könnte es nicht machen, weil er zu Beginn der Sendung immer seine Robe wegschmeißt. Und zwar geht es um eine Pumpe. Brille putzen. Also es geht um eine Pumpe, soweit ich weiß. Es gibt einen Richter in Amerika, soweit ich das mitbekommen habe, der angeblich mit einer Pumpe unter seinem... Richter Donald T.T., den Nachnamen darf man nicht sagen. Was ist eine Penispumpe? Hat sich, das ist eine Penispumpe. Was ist das? Er hat sich während des Prozesses hat er sich mit dieser Penispumpe selber einen runtergeholt. Ehrlich, also, das ist ein echter Fall. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Tut nichts. Man kriegt keinen Schlag. Was ist das denn? Ja, man sollte es vielleicht nicht im Gerichtssaal, wenn nicht im Gerichtssaal benutzen. Gott, super Spielzeug übrigens für Junggesellenabschiede. Ja, großartig. Denn nach dem Junggesellenabschied, meine Damen und Herren, da kommt der Polterabend. Und mit dem Polterabend, mit einem deutschen Polterabend, hat unser nächster Fall zu tun. Die Frage lautet wie folgt. Welche kreative Aktion für einen Polterabend war der deutschen Polizei zu bunt? Also zu bunt würden wir auf Farbe tippen. Ja, ja. Sehr gut. Ich kann Farbe ins Spiel. Also entweder, könnte ja sein, dass sie zum Beispiel das Haus des Bräutigams komplett angemalt haben, in Gelb zum Beispiel oder in Grün. Ja, das wäre dann aber der Polizei egal, im Zweifel. So, das kann er ja machen, wie er will. Dann Polterabend heißt aber, wie wir ja schon gelernt haben, Polterabend heißt immer irgendwas zerdeppern. Was könnte man jetzt Farbiges zerschlagen? Christina. Außer lilanen Penispumpen zum Beispiel. Die will ich erst aus. Die wir später natürlich noch zerschlagen. Machen, ja. Aber wenn man so eine braucht, braucht man nicht heiraten. Ja. Oder gerade. Ja. Und die hat auch keine eigene Kreditkarte. Ja. Ne? Das ist schön. Können wir auf den Polterabend zurückkommen? Ich bin gerade dabei, eine ernsthafte Lösung zu entwickeln. Also ich glaube, es muss ja irgendwas sein, was kaputt gegangen ist. Vielleicht ist das so, man macht normale Dachpfannen, werden zerschmissen oder Kacheln oder sowas. Ja, es kann aber auch sein, dass in der Nähe dieses Polterabends eine Polizeistation war und die Jungs nichts Besseres zu tun als oben die Blaulichter zu zerschlagen, um damit halt so ein bisschen für den Polterabend ein paar Scherben zu besorgen. Also sie haben nichts zerschlagen und es war für die lobenswert, für die Gäste der Veranstaltung war es eine tolle Geschichte eigentlich. War es eine tolle Geschichte? Ja. Das hatte mit Zerschlagen nichts zu tun, aber mit Farbe. Die haben wahrscheinlich so eine riesen Farbbombe gebastelt. Irgendwie an einen Kran irgendwo und dann mit dem Luftgewehr draufgeschossen und schon war irgendwie gesamt St. Pauli plötzlich in... Die Leute fanden es aber gut, hast du gesagt. Also die Gäste dieses Polterabends fanden es gut. Also es spielte sich aber auf der Straße. Und da haben die alles angemalt. Auf die Straße ist überall Farbe gewesen, deswegen konnte man die Markierung nicht mehr sehen und deswegen fand die Polizei das nicht lustig. Sehr gut, richtig. Also. Das hast du aber gesagt. Ja, hat sie gesagt. Straße angemalt, hat sie gesagt. Es war so... Damit die Gäste auch sicher zur Party fanden, pinselten die Veranstalter von einem Kreisverkehr aus über mehrere Kilometer weiße Pfeile, Ringe und die Vornamen des Brautpaars auf die Straße. Ja, außerdem malten sie auf eine Bundesstraße einen Zebrastreifen. Und es war Sachbeschädigung, sie mussten das wieder abkratzen. Der Schaden liegt bei 3.000 Euro und beide kriegen einen Punkt, natürlich. Ja, mindestens. Wir haben einen Punktestand von 7-4, das heißt, es ist noch alles drin vor unserer entscheidenden Runde und die heißt da Kreuzfeuer. Für diese Runde, die sich übrigens beim Publikum, das wissen wir aus Umfragen, größter Beliebtheit erfreut, gibt es 5 Punkte. Das heißt, beim Punktestand von 7-4 ist noch alles drin. Ja? Also jeder von euch kann noch gewinnen und jeder von den beiden Bußgeldherrschaften, Königin, ja, in dem Fall, ja, hat noch die Chance zu gewinnen. Also wir sehen jetzt gleich einen echten Verbrecher und ihr habt 4 Minuten Zeit, ihn ins Kreuzfeuer zu nehmen. Lassen Sie es uns kurz machen. Ich glaube, er muss schnell wieder zurück. Irgendwann ist Umschluss. Hier ist er. Hier ist Günther Schmidt.
Wir freuen uns sehr, Herr Schmidt, dass Sie auf sich nehmen, hier zu uns zu kommen. Meine Frisur. Ich glaube, das war auch die richtige Auftrittsmusik für Herrn Schmidt. Also zumindest passen Sie zur Frisur. Aber wir wollen nicht länger lustig sein, denn es geht um ein Kreuzfeuer. Und es geht ja schließlich um Punkte, Punkte, Punkte. Ihr könnt jetzt den Herrn Schmidt ins Kreuzfeuer nehmen. 4 Minuten lang und nach 30 Sekunden wechselt jedenfalls das Aufschlagsrecht. Und wir beginnen mit dem Team Christina Plate und Lou Richter. Bitte sehr. Ich möchte ganz kurz eine Frage vorwegstellen. Haben Sie schon einmal eine Penispumpe benutzt? Also, hör doch mal auf jetzt. Gut, haben Sie was geklaut? Ja. Geld? Nein. Schmuck? Nein. Kinder? Nein. Tiere? Nein. Lebensmittel? Nein. Was Lebendiges? Nein. Was, wo Computer. Man sich danach was kaufen kann? Nein. Für? Ein Haus? Nein. Auto? Nein. Größer? Nein. Eine Stadt? Nein. Also schon eine Sache, ein Ding haben Sie geklaut. Eins oder mehrere? Eins. Ja. Von Privatleuten? Nein. Ja, man klaut eins davon, Entschuldigung, es sind aber da zwei. Also ich würde gerade in Richtung Auto gegangen sein, aber das stimmt natürlich, ein Auto, nee, war es nicht. Man klaut eins und es sind dann zwei? Nein. Ja, er hat gesagt eins, aber es ist schon zwei geklaut. Ja. Luxusgegenstand? Nein. Ein Alltagsgegenstand? Jo. Größer als so? Nein. Eine Penispumpe, sag es. Also ein Alltagsgegenstand, sehr wertvoll? Ach, Schuhe! Schmuck? Nein. Schuhe vielleicht? Ja. Schuhe? Sie haben Schuhe geklaut. Ah, okay, Schuhe in einem Geschäft. In einem Geschäft. Ja. Entschuldigung, ich Sie haben Schuhe geklaut. Herrenschuhe? Ja. In einem Laden. Ja, aber gut. In einem, ja, man Laden, weiß ja nicht, in einem Laden. Ja. Der Laden war geöffnet. Ja. Und Sie sind rausgegangen. Ja. Mit den gestohlenen Schuhen an Ihren Füßen. Nein. An jemand anders seinen Füßen. Nein. Sie haben jemand die Schuhe in die Tasche von jemand anders gesteckt. Nein. Sie haben die Schuhe selber irgendwie getragen. Sich untergejubelt. Ja. Ja. Und dann wurden Sie erwischt mit den Schuhen. Ja. Beim Rausgehen, ja, fertig. Im Geschäft? Ja. Nein, im Geschäft nicht. Sie sind außerhalb des Geschäftes dann entdeckt worden, dass Sie die Schuhe geklaut haben. Beim Rausgehen. Beim Rausgehen. Ja. Sie haben plötzlich gepiept und die haben sich gewundert, dass sie wie ein Dromedar aussahen, weil die Höcker hinten noch rausguckten, oder wie? Nein. Herr Schmidt, entschuldigen Sie, ich habe offensichtlich einen anderen Fall, oder Sie sagen hier die Unwahrheit. Nach dem, was mir hier aus den Polizeiakten vorliegt, sind Sie nicht beim Rausgehen geschnappt worden aus dem Geschäft? Beim Rausgehen, ja. Aus dem Geschäft? Ja. Gut. Aha. Das war ja gut. Also am Ausgang direkt mehr oder weniger? Ja. Ja, das mit dem Piepen hatten wir schon, dass die Schuhe gepiept haben. Hatten wir schon, ne? Das war's nicht. Nein. Ja. Sie haben freiwillig gesagt beim Rausgehen, ich hab sie doch. Etchebetch. Nein. Nein. Sie haben Ihre eigenen Schuhe aus Versehen stehen lassen und sind barfuß aus diesem Geschäft rausgegangen. Nein. Damit ist doch alles klar, Sie sind geschnappt worden am Ausgang und fertig ist der Balkon. Nein, es geht aber darum, warum er geschnappt wurde. Sind Sie auf den Händen gelaufen, zufälligerweise? Und oben kommt man die Preisschilder auf den Schuhen noch sehen. Sie sind aber geschnappt worden, weil Sie sich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen dämlich wegen irgendwas angestellt haben. Später, ja. Später? Als Sie geschnappt worden sind? Sie sind dazwischen. Ich bin nur gesehen worden. Sie sind erst nur gesehen worden. Gesehen, wir sind rausgegangen, gesehen worden. Sie sind also hinterher wieder in den Laden reingegangen und da sind Sie dann geschnappt worden. Ach, da stand ein Fernsehteam, wollte irgendwas fragen. Nein. Und Sie, toll, ich bin... Nein. Nein. Also jetzt nochmal, Herr Schmidt, das geht natürlich extra. Sie sind also nicht geschnappt worden, als Sie aus dem Geschäft gingen? Doch, ja. Okay, dann halte ich mich raus. Also beim Verlassen... Glauben Sie, Herr Schmidt, dass man aus Schuhen eine Penispumpe bauen kann? Nein, also Sie sind aus dem Geschäft raus mit gestohlenen Schuhen. Und da wären Sie aus dem Geschäft. Nein, Moment, der Ehre. Sie sind durch die zur Glastür gegangen und das hat so gescheppert, dass Sie dann erwischt wurden. Nein. Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht direkt erwischt wurden, sondern erst später. Von der Polizei später, ja. Von der Polizei später. Das heißt, die Schuhe haben Sie irgendwie auf die Spur gebracht. Also die Polizei wurde durch die Schuhe auf die Spur gebracht. Ja. Sie sind ja durch Farbe gegangen, durch einen Farbklecks gelaufen. Das ist gewaltig, es ist leider
nicht erraten worden. Und meine Damen und Herren zu Hause, wir sind alle wahnsinnig gespannt, welche Geschichte uns Herr Günther Schmidt, der Name stimmt aber, oder? Ja, Günther Schmidt nachher erzählen wird. Bitte, ich weise hin auf unser Gewinnspiel. Warum müssen drei Fußballfans Achtung. Nach einem Spiel zusammen 20.000 Euro Strafe zahlen? Mussten sie das, weil sie beleidigten den Schiedsrichter oder sie liefen alle als Flitzer über das Spielfeld? 01379449 ist die Nummer, genau. Das können Sie gewinnen und gleich hören wir die Geschichte von Herrn Günther Schmidt. Gewinnen Sie 500 Euro. Rufen Sie jetzt an unter 01379449449. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung. Viel Glück! Schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen und Herren. Wir haben selten so eine spannende Sendung gehabt, aber das ist eben, das kann passieren bei Live-Shows. Der hier Angeklagte Günther Schmidt, und das muss ich jetzt wirklich sagen, hat uns doch belogen. Er hat uns beflunkert, wenn nämlich wir alle im Ohr haben, dass er gesagt hat, er ist aus dem Geschäft rausgegangen und ist dann erwischt worden. Ja? Ja. Wir haben das nachprüfen lassen und werden gleich hören, dass es nicht so war. Dass er gelogen hat, dafür kriegt er nachher Popo voll. Und ihr kriegt, weil ihr es nicht erraten konntet, jeder 5 Punkte. Ich bitte. Sie haben natürlich jetzt die Gelegenheit, diese Geschichte, die eine wirklich wahnsinnig interessante und ziselierte Geschichte ist, diese Geschichte zu erzählen. Bitte schön, Herr Schmidt. Also, ich bin mit der Tochter, 4 Jahre alt, durchs Kaufhaus geschlendert, habe ein paar geile Turnschuhe gesehen. Die musste ich natürlich probieren, haben super gepasst. Ich sie eingesteckt, kein Problem, nichts dran gedacht, raus aus dem Laden so schnell wie möglich. Dann kam der Kaufhausdetektiv, hat mich gesehen. Ich gerannt wie ein Wilder, er hinterher, ich natürlich schneller, super, ich weg, Pech gehabt. So, ich zu Hause angekommen, fiel mir ein, Tochter oh, vergessen. Ich die Tochter vergessen. Super, oder? So, also meine Freundin musste natürlich alles beichten, was ich getan habe. Sie runter, ich hinterher und da kam auch schon die Polizei. Töchterlein in der Hand, sie hat brav Adresse angegeben, so bin ich geschnappt worden. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schmidt. Das heißt, wir haben einen Endstand heute von 12 Punkten für Guido und Thomas und 9 Punkte für euch. Das heißt, ihr habt gewonnen. Und das bedeutet, dass wir das Knöllchen von Stefan Schneider bezahlen. Herr Schneider, was hat es mit Ihrem Knöllchen auf sich? Wie war der Fall? Wie lag der Fall? Ich wollte mir nach einer Kneipentour einen Jugendtraum erfüllen und mal einen Mercedes-Stern abbrechen. Hat nicht geklappt, weil die Polizei dazugekommen ist. Die hat mich gleich mitgenommen, weil ich keinen Ausweis dabei hatte. Und dann durfte ich am Ende noch 70 Euro zahlen. Ja. Das übernehmen wir gerne! Ja. Sie sind natürlich gespannt auf die Auflösung unseres Gewinnspiels. Wir haben gefragt, warum mussten drei Fußballfans nach einem Spiel zusammen 20.000 Euro Strafe zahlen? Die Antwort ist, sie liefen alle als Flitzer über das Spielfeld. Das war teuer und der Gewinner ist eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an meine Teams und danke, dass Sie dabei waren. Ich mache mich jetzt auf, um wieder neue Fälle zu recherchieren. Sage alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Darf man das? Tschüss. Folgende Geschichte.